Hallo, dies wird ein weiteres Video über das Störungsbild ADS, ADHS. Da fällt mir auch direkt so ein, dass ADS grundlegend keine Krankheit ist, sondern ein sogenanntes Störungsbild. Und Störungsbild nennt man es auch nur, weil es einen im Alltag in der heutigen Zeit stören kann und auch erst dann diagnostiziert wird, wenn es stört. Also es kann ADS vorliegen, ohne dass es diagnostiziert wird, weil es einen nicht sonderlich einschränkt. Und dieses Störungsbild ist zu den größten Teilen neurobiologischer Ursache, also nicht psychischer Ursache. Es kann psychische bis starke psychische Auswirkungen haben und Probleme bereiten, aber die Ursache ist komplett, fast komplett neurobiologisch, zum Teil genetisch, wobei die Genetik dann auch noch dieses Neurobiologische wieder festlegt. Und ja, dieses Video baut daher auch auf mein letztes Video zu ADS auf, was die grundlegende Ursache, neurobiologische Ursache versucht zu erklären. Und dieses Video geht jetzt darum, weiterführend über grundlegende Probleme, Symptome und Erklärungen dazu. Also es gibt zu den grundlegenden Problemen, die man erstmal als Basis verstehen sollte, wenn man sich damit intensiv beschäftigen möchte. Und danach gibt es halt weiterführende Probleme im Job, Studium, Schule etc. Darum geht das Video hier noch nicht. Das kommt dann danach, weil es wirklich zu umfangreich wäre sonst. Man muss erstmal die Basis verstehen. Und danach gibt es noch komplexere und indirekte Probleme und Komorbiditäten. Das sind dann Sachen wie Depressionen, Sucht, komplexe Störungen und so weiter. Das kommt dann noch danach. Aber es alles ziemlich wichtig, also das ist erstmal sozusagen ein weiteres Basisvideo. Und dann fange ich auch direkt mal mit an. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, deswegen gucke ich den hier eben auf dem Bildschirm. Im vorherigen ersten Video habe ich darüber erzählt, dass die Grundproblematik darin liegt, oder die Grundursache allen Übels sozusagen daran liegt, dass ADSler keinen oder einen grob eingestellten Reizfilter haben und das zu einer Reizüberflutung führt. Und das führt auch dazu, dass man keine richtige Fokussierung vornehmen kann, weil man alle Reize auf einmal sieht und sehr schlecht diese einzelnen Aspekte der Wahrnehmung zu fokussieren. Man sieht dann eher das Gesamtbild und weiterhin werden Reize deutlich schneller übertragen als bei Nicht-ADSlern, weil die Grundproblematik oder die Sache, dass man keinen Reizfilter hat, liegt neurobiologisch darin, dass zu viele Dopamintransporter vorhanden sind. Und zu viele Dopamintransporter bedeutet, dass das Dopamin nicht lange an einem neuronalen Knotenpunkt bleibt, sondern schneller weitertransportiert wird als normal. Und dadurch entsteht dann auch diese einfache Ablenkbarkeit und diese Konzentrationsschwäche, weil das Dopamin, was gerade bei einem Thema sozusagen angelangt ist, auf was man sich konzentriert, dann sofort wieder weitergeführt wird. Das ist sozusagen die Grundproblematik, die dann auch zu dieser Ablenkbarkeit und der Konzentrationsschwäche führt. Und erst die Kompensation davon, um mehr Dopamin zu generieren, damit man wieder auf einem Normalmaß ist, ist erst die Hyperaktivität zum Beispiel. Es gibt noch andere Kompensationsstrategien vom Körper. Die andere ist abschalten, Reize vermeiden und zumachen. Das ist dann diese Hypoaktivität. Also das ist einfach eine andere Strategie, damit mit dem groben Reizfilter klarzukommen. Ja, habe ich schon erzählt, kein Reizfilter führt zu wenig Dopamin für alle neuronalen Reizübertragungen, Reizprozesse. Daher hat man auch wenig Geduld, denn Dopamin ist ein Hormon, das ist jetzt ziemlich wichtig, das für mehrere Sachen verantwortlich
Und zwar halt, wie gesagt, für die Geduld, aber auch für das Lernen. Deswegen nennt man ADS auch eine Lern- und Leistungsstörung. Zur Leistungsstörung komme ich auch noch. Also für Geduld, Lernen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Motorik, Antrieb, Motivation und ist ein Glücks- sowie Belohnungshormon. Übrigens habe ich in dem Zusammenhang gelesen, es ist etwas aus dem Kontext heraus, was aber auch typisch ist, dass ein gesunder Mensch nur 10% seiner Wahrnehmung bewusst wahrnimmt. Das fand ich ziemlich krass. Ich dachte, ich würde, oder vielleicht ist es auch so, mehr wahrnehmen. Und wenn sich das verdoppelt auf 20%, dann sind die meisten Menschen kurz vorm Nervenzusammenbruch. Und danach wird man sogar psychisch krank und kann nicht mehr bewerten, was richtig und falsch ist. Also das fand ich ziemlich interessant, habe ich, also wirklich interessant, deswegen habe ich jetzt mal einfach mal, wollte ich es einfach mal erzählen. Okay, ich war bei, was Dopamin, wofür es verantwortlich ist, habe ich jetzt alles erzählt. Und, also auch unter anderem für die Motorik, da ist auch, Moment. Daher kommt, sind viele ADSler, fast alle ADSler auch grobmotorisch unterwegs, haben also sozusagen keine Geduld, weil das Dopamin nicht vorhanden ist, um Bewegungen sauber, langsam auszuführen und greifen einfach so grob irgendwo hin. Passiert es öfteren. Ist dann auch eher ungeschickt dadurch und ja, sieht man häufig bei ADS. Und weil Dopamin, übrigens auch Noradrenalin, ich habe es einfach bisher immer vereinfacht mit Dopamin, Noradrenalin fehlt, oder was heißt fehlt, ist auch weniger vorhanden, als es da sein sollte. Noradrenalin und Dopamin sind auch verantwortlich halt für Glück und und für die Belohnung. Deswegen herrscht auch meistens eine neutrale bis miese bis depressive Grundstimmung, einfach aus dem Dopaminmangel. Das ist also eine weitere Problematik, Grundproblematik, die vorhanden ist. Ebenso verweilen, wenn man doch mal Belohnungs- und Glücksmomente hat, naturgemäß kurz, dass Dopamin eben schnell weitergeleitet wird und nicht lange an einem Ort verweilt. Also wenn man jetzt ein Glückserlebnis hat, dass man eine gute Note in der Klausur hat oder eine gute Sporteinheit hinter sich hat, dann dauert das vielleicht ein paar Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, dann ist er wieder vergessen. Ja, das ist leider so. Genau, und die Tatsache von zu wenig Geduld durch zu wenig Dopamin führt natürlich auch zu Impulsivität. Das ist ja eigentlich dann ganz logisch, wenn man keine Geduld hat, dass man impulsiv ist. Ist ja eigentlich quasi das Gleiche. Diese Impulsivität ist natürlich auch eine Grundproblematik und Grundsymptomatik von ADS. Wie ich das alles äußern kann im speziellen Fall, das kommt dann wahrscheinlich im nächsten Video zu weiterführenden Problemen. Wie sich das dann auch alles auswachsen kann und komplex, relativ komplex manifestieren kann, diese Probleme. Ja, nochmal zusammengefasst ist ADS also eine Störung im Belohnungssystem, was zu wenig Dopamin und Noradrenalin führt. Die Grundproblematiken sind eine Motivationsstörung, eine Lernstörung, die wiederum durch Störung der Motivation, das Merken, das Lernen an sich, der Aufmerksamkeit, der Geduld, eine Reizüberflutung und die schlechte Grundstimmung zustande kommt. Also eine Lernstörung sieht man, hat schon ziemlich komplexe Ursachen und ist deswegen auch ziemlich manifest, besonders in der Schule und Studium. Und was das dann alles für weiterführende, habe ich ja gesagt, kommt dann im nächsten Video. Das ist halt ziemlich interessant und aufschlussreich bei der Lern- und Leistungsstörung. Ja, es werden nur Dinge getan, die eine direkte Belohnung versprechen, weil das Gehirn natürlich die ganze Zeit auf der Suche ist. Keine Fähigkeiten, mit Dingen zu warten. Kommt zu einer Konzentrationsstörung, einem Aufmerksamkeitsdefizit, zu motorischen Störungen und auch zu Anpassungsstörungen, was dann auch später weiter erläutert wird. Dann habe ich hier noch einfach grob weitere Symptomatiken, die zu Probleme führen können, aufgelistet und da werde ich dann auch eine Quellenangabe verlinken von einer Seite. Eigentlich wollte ich erst in dem Video, komme ich mit dem Licht irgendwie besser.
Ja, vielleicht doch nicht. Genau, eigentlich wollte ich das Video erst nicht darüber machen, was halt für Probleme und sowas weiter auftauchen, damit das nicht so direkt sofort negativ wird und es einfach nur als negativ, als Störung, als Laster und sowas wahrgenommen wird. Das hat auch viele Vorteile, was natürlich auch darauf ankommt, was man für ein Umfeld hat und so weiter, was die Anforderungen sind, was die Anforderungen an sich selber sind, wie man damit umgeht, was man für Vorteile erkennt, das kommt alles drauf an. Aber weil das viel zu umfangreich wäre, mache ich dann auch nochmal ein extra Video darüber. Man kann es auch ein bisschen hier raushören bei den Symptomatiken, was da auch für Vorteile abzuleiten sind. Also man ist immer auf den Sprung, hat eine innere Unruhe, insbesondere wenn Abwarten oder Zuhören erwartet wird, zum Beispiel Vortrag, Warteschlangen, unfähig zur Entspannung, immer auf der Suche nach Reizen, Adrenalin, wird natürlich auch gleichzeitig Dopamin ausgeschüttet. Adrenalin ist ja auch eine Form von Noradrenalin, oder wird daraus synthetisiert irgendwie. Tagträumerei. Schaut Löcher in die Luft, geistesabwesend, ständiges Wechseln der Themen während eines Gesprächs, ständig neue Einfälle, sogenannter Sprechdurchfall, in Klammern hyperaktiv. Ja, damit habe ich auch ziemlich Probleme, was ich werde es wahrscheinlich vergessen, das im nächsten Video zu machen, weil es einfach viel zu viel ist, was ich mir nicht spontan merken kann, aber ich werde sehr viel Arbeit, recht viel Arbeit reinstecken, damit ich das so umfangreich und trotzdem strukturiert und simpel wie möglich rüberbringen kann. Auf jeden Fall, habe ich damit auch ein Problem mit dem ständigen Wechseln der Themen des Gesprächs, weil mir fallen wirklich ständig neue Dinge dazu ein, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Reizübertragung viel schneller ist, man nicht dadurch nicht lange an einem Punkt verharren kann. Und viele Leute kommen mit dieser Art von Kommunikation, mit schnellen Wechseln und so weiter, aber einfach nicht klar. Können da sozusagen nicht mehr folgen, weil sie halt nicht diese Besonderheit haben. Ich nenne es einfach Besonderheit, weil es neutraler Begriff ist. Oder zumindest sein sollte ein neutraler Begriff. Welchen Punkt war ich jetzt? Sprechdurchfall? Ja. Oder man ist antriebslos, ohne Eigeninitiative, wortkarg und ziehen sich zurück. Das ist dann die hypoaktive Variante. Also diese andere Strategie. Mit der Reizüberflutung klarzukommen, dass man abschaltet und die Reizüberflutung eindämmt. Das erste ist halt mehr Dopamin generieren, dadurch, dass man hyperaktiv ist. Das sind beides halt diese Kompensationsstrategien und die können auch im Wechsel auftreten, dann ist man ein sogenannter Mischtyp. Also man ist nicht auf eine Sache festgelegt, also die meisten sind auf eine Sache festgelegt, die ADS haben, aber es gibt halt auch Mischtypen. Handelt ohne nachzudenken, oft unerwartet. Also es sind jetzt keine Dinge, die feststehen, sondern das, wo man eher zu tendiert, auch in gewissen Situationen. Also wenn man vorher schon über Dinge nachgedacht hat, also im Vorhinein, weil es einen interessiert, dann handelt man zwar auch ohne nachzudenken, aber es sind trotzdem Denkprozesse vorausgegangen, die eine Handlung halt nicht komplett zu einer impulsiven Handlung macht, sondern halt schon eine vorher durchdachte Handlung ist, also nicht die Handlung, ach egal, ihr wisst, was ich meine. Man lebt Gefühle sofort aus, besonders unter Alkoholeinfluss. Ja, Freunde sagen mir zum Beispiel, dass ich betrunken viel cooler sei, wobei ich das selber als schrecklich wahrnehme, so impulsiv und gefühlsgesteuert herumzulaufen, was eigentlich schade ist, das so zu finden. Aber das ist wirklich so, dass man durch Alkoholeinfluss zum Beispiel, naja, das will ich gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall, ja, weil man halt diese Impulsivität und Ungeduld hat, kommen die Dinge halt sofort raus. Und das kann natürlich dann halt auch ein Vorteil sein, weil man dann die Leute besser einschätzen kann, die so sind und einfach auch natürlicher rüberkommen und sympathischer rüberkommen, einfach weil sie sich nicht verstecken. Das ist nicht unbedingt halt eine bewusste Entscheidung, mutig zu sein oder sowas. Das ist einfach diese neurobiologische Gegebenheit, die man natürlich deuten kann, wie man will. Man kann es wissenschaftlich sehen, man kann es auch spirituell sehen, man kann es
von anderen geisteswissenschaftlichen Standpunkten her sehen, kann das eigentlich deuten, wie man will, so wie man am besten damit klarkommt. Man muss es auch nicht in das eine Konzept ADS reinpacken, man kann es auch in anderen. In Indigo-Kinder gibt es zum Beispiel ein Konzept, es gibt auch noch mehrere andere Konzepte, wo ich aber erstmal nicht weiter darauf eingehen möchte. Man ist vergesslich, insbesondere bei alltäglichen Dingen, hat Probleme beim Planen, ist chaotisch, kein Überblick, wenig Strategie, Unfähigkeit, Aktivitäten selbstständig in Angriff zu nehmen, mangelnde Einschätzung von sich und anderen. Das sind halt, wie gesagt, alles so Grundproblematiken oder Grundsymptome, die direkt darauf folgen, dass zu wenig Dopamin vorhanden ist. Dieses chaotische, weil die Reizüberflutung ist und die Reize alle schnell durch den Kopf gehen und so weiter, dann kann man schon mal durcheinander kommen. Keine Geduld, halt auch führt auch zu wenig Strategie. Aber es ist halt auch nicht so absolutistisch zu sehen, sondern wenn einen Dinge wirklich interessieren. Bei mir ist es zum Beispiel, also ich habe so viele Interessen, zum Beispiel ist es bei mir Sport und da kann ich mich dazu extrem gut aufraffen, weil ich einfach diese Verknüpfung habe, Sport generiert auch Dopamin, dass ich mich instant, also sofort danach besser fühle. Und wenn Dinge halt wirklich Spaß machen, dann hat man sogar noch Vorteile gegenüber Leuten, die kein ADS haben. Was dann auch allgemein ein Vorteil sein kann. In dieser Gesellschaft eher nicht, man hat es damit schwieriger. Aber man hat dann diesen Hyperfokus und diese Hyperausdauer und macht das dann so lange und so konsequent durch bis zum Ende, bis nach dem Tod einfach. Bis nach dem Tod. Was wollte ich sagen? Genau, ADSler können oft Gefühle und Ehrlichkeit der Menschen schlecht einschätzen, sind eher naiv unterwegs. Integration einer Gruppe ist meist schwierig, quatscht häufig dazwischen, also die Symptome sind jetzt nicht mehr zusammenhängend, ich rede jetzt wieder runter. Will seinen Willen durchsetzen, kann sich schwer einordnen, unterordnen, beginnt Aufgaben oft enthusiastisch, schließt sie häufig nicht ab. Kann sich total begeistern oder auch verweigern, je nach Interesse. Ja, das, was ich halt gerade erzählt hatte, ein bisschen runtergebrochen hier. Schnell Langeweile, wobei man gleichzeitig sagt, dass ADSler sich nicht langweiligen, weil sie so reizüberflutet sind, dass die immer was zu tun haben, sozusagen. Aber damit ist eigentlich gemeint mit der schnellen Langeweile, dass sie von alltäglichen Sachen schnell gelangweilt sind. Und dann eher was suchen, was ihnen halt Spaß macht, um Dopamin zu generieren. Also letztendlich ist es einfach dieses, sage ich mal, dieser chemische Stoff, Botenstoff, der einfach fehlt. Und haut man sich den rein, dann habe ich das eigentlich genannt? Ich glaube nicht. Eine Grundproblematik ist auch erhöhte Suchtgefahr, weil Stimulantien wie Koffein, Nikotin und Alkohol Dopamin ausschütten. Und schnelle Langeweile war das Thema. Genau, schnelle Langeweile heißt, man sucht nach interessanten Dingen. Ach genau, ich war da, dass das letztendlich ein chemischer Botenstoff fehlt. Letztendlich ist alles darauf zurückzuführen eigentlich, dass dieser chemische Botenstoff fehlt. Und genau, da wollte ich sagen, dass man durch Stimulantien wie Koffein, Nikotin, Alkohol dieses halt generieren kann, dann funktioniert man eigentlich wieder normal. Was aber natürlich dann mit der erhöhten Suchtgefahr zu tun hat und nicht die optimale Lösung ist. Aber für viele, weil sie wirklich teilweise sehr stark darunter leiden, also es ist wirklich sehr unterschätzt, wie stark ADSler leiden können, wie schwierig es sie eigentlich haben. Ich hoffe, ich vergesse das Thema nicht, irgendwann in ein Video zu erwähnen. Das ist auch eines der wichtigsten. Das habe ich schon wieder weitergeführt. Ja, also es kann daher, das hängt also auch damit zusammen, diese höhere Suchtgefahr. Ich versuche das halt, also ich bin auch nach einigen Dingen süchtig, aber ich habe versucht dann bewusst Süchte auszuwählen, die nicht so nachteilig sind. Bei mir ist dann halt Sport und früher war es leider auch Koffein, weil ich das am besten von Stimulantien fand und jetzt statt Koffein hau ich mir einfach den Zucker rein. Also, wenn man
Bedürfnis nach Koffein hat, heißt das meiner Meinung nach einfach nur, dass der Blutzuckerspiegel gering ist, dass man Energie haben will. Dann haue ich mir einfach Zucker rein. Also am besten Obst, weil der Blutzuckerspiegel durch Obst dann nicht so schnell ansteigt, durch die Zellulose, und ist ein anderes Thema. Nächster Punkt, nächstes Symptom, geringes Selbstwertgefühl. Niedrige Selbsteinschätzung. Wie das zustande kommt, wird dann auch ein anderes Video besprochen. Muss auch, weil man sieht ja, dass das hier schon über 20 Minuten sind. Niedrige Frustrationsschwelle, Überempfindlichkeit bei Kritik, mangelnde Leistung in Relation zum Potenzial und der Fähigkeiten, das ist auch ein großer, wichtiger Punkt. Braucht häufig Struktur von außen, ist dann aber zu ungewöhnlichen bzw. nicht erwarteten Leistungen fähig. Also andere unterschätzen einen auch in gewissen Dingen. Arbeitet nur unter Termindruck. Oh ja, verdammt. Zu hastiger oder zu langsamer Arbeitsstil. Also es gibt keine einheitliche Symptomatik, und man kann sagen, so und so ist ADS. Das ist eine der schwierigsten zu diagnostizierendsten Störungsbilder überhaupt, weil es einfach so komplex ist und ADSler halt auch so chaotisch sind und deswegen die unterschiedlichsten Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten, also Charaktereigenschaften annehmen können und sich zu unterschiedlichsten Persönlichkeiten entwickeln können, die auch teilweise gegensätzlich sind, oder weil ADSler meist auch ziemlich willensstark sind, auch viele Sachen überbrücken können, kompensieren können, übertünchen und so weiter. Da muss man dann wirklich extrem in die Tiefe gehen, um das bei jeder einzelnen Person in der Gänze analysieren und bewerten zu können. Und diese Willensstärke ist natürlich dann, kann natürlich dann auch ein Vorteil sein, das kommt dann auch im nächsten Video. Schlechte Zeiteinschätzung bzw. Zeiteinteilung. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich viel nachdenke und auch viel erlebe, dann vergeht die Zeit halt schneller. Ja. Auf jeden Fall anders. Und jetzt kann ich mich wieder nicht konzentrieren. Ich schneide das einfach mal nicht raus, weil. Also das ist eigentlich noch im normalen Rahmen, was dann auch jeder hat, solche Aussetzer, Konzentrationsstörungen und so weiter. Weil ich habe das wirklich so gemacht, dass es wirklich extrem übe, das nicht zu haben und konsequent dran zu bleiben, weil ich merke, dass ich sonst einfach nicht vorankomme. Schlechte Zeiteinschätzung, Zeiteinteilung. Ja, also wenn ich viel erlebe und oder viel nachdenke, dann vergeht die Zeit. Aber wie vergeht die dann, langsamer oder schneller? Auf jeden Fall gibt es halt diesen Spruch, ja, man lebt, je mehr man gedacht und erlebt hat, desto länger hat man gelebt. Und ja, die Zeit vergeht dann einfach anders. Wenn man wenig erlebt und sowas, dann, genau, dann vergeht die Zeit, glaube ich, langsam. Dann kann mal eine Woche, ein Tag wie eine Woche, genau, ein Tag wie eine Woche vorkommen, und umgekehrt, wenn man viel erlebt und viel nachdenkt, kann eine Woche ein wie, ne, Scheiße. Dann kommt ein Tag wie eine Woche vor, weil man ja in dem Tag so viel erlebt hat, wie man manchmal in einer Woche erlebt und nachdenkt, genau. Und wenn man wenig erlebt und nachdenkt, dann ist eine ganze Woche nur wie ein Tag. Obwohl es in einem eigenen Erlebnis, deswegen bin ich wahrscheinlich so verwirrt, im eigenen Erlebnis umgekehrt vorkommt, dass es sich ja dann total lang zieht, weil es ja dann langweilig ist, aber man hat dann quasi nur so viel erlebt wie in einem Tag, in einer Woche. Das ist dann sozusagen konträr, was zu dem, was man, also die Realität ist halt zu dem konträr, was man erlebt hat. Und gedacht hat, sozusagen, egal. Letzter Punkt ist hier, kommen immer zu spät. Ja, das kenne ich auch noch von der Schule. So, das waren dann die grundlegenden Probleme, Symptome und Erklärungen dazu, aufbauend auf dem letzten Video, aber das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, scheiße. Also man kann das Video natürlich auch angucken und verstehen, ohne das erste.
Video gesehen und verstanden zu haben. Dann bin ich auch auf 25. Und wie gesagt, nächstes Mal dann weiterführende Probleme, was vielleicht schneide ich auch kurz dann die komplexe indirekten Probleme und Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, die dadurch hervorgerufen werden können, an. Und gehe dann aber auch nochmal einzeln auf einzelne Komorbiditäten und komplexe Probleme ein, pro Video dann wahrscheinlich eins. Und dann komme ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich dann noch für ein Video machen wollte. Auf jeden Fall wollte ich auch noch ein Video machen, dann über Strategien, Lösungen, Problemlösungen und Kompensation davon. Und gesunde Kompensation vor allen Dingen. Also zum Beispiel sich den Kaffee reinhauen. Das ist eine kurzfristige Lösung. Maximal mittelfristig. Bei mir war es eine mittelfristige Lösung, weil ich mir auch nicht anders zu helfen musste, kurz- und mittelfristig. Und das wirklich ein langer Weg ist und sich man viel mit beschäftigen muss, bis man dann wirklich langfristige Lösungen gefunden hat. Und ich bin natürlich immer noch nicht so weit, dass ich langfristige Lösungen habe. Zum Beispiel beim Studium und sowas, das erzähle ich dann aber auch noch ein anderes Mal. Das kommt dann schon im nächsten Video. Habe ich immer noch total Probleme. Ja, was dann sozusagen hilft und Strategien darstellen kann, damit umzugehen, kommt dann im übernächsten oder vielleicht überübernächsten Video. Ich werde auf jeden Fall sehr viele Videos noch dazu machen, das ist wirklich ziemlich komplex, auch interessant. Also das sind jetzt nur die ersten beiden Videos, jetzt sind nur die aller wollte ich jetzt sagen, auf jeden Fall unsere Grundlagen. Nicht niedrigsten, nicht allerniedrigsten. Wortfindungsstörung kann auch ohne ADS natürlich vorkommen. Sind nur die allergrundlegendsten Grundlagen überhaupt jetzt von den beiden Videos. Und da sieht man schon, wie sich das alles entwickeln kann, weil aus den Grundlagen entwickelt sich natürlich nochmal was tausendfach komplexeres insgesamt. Aber ich will es nicht noch weiter erzählen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.